Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Overzockt. Wimmer! 25 von 25 Würze. 15, da fehlt noch ein bisschen Würze. Rusty forscht mal wieder an der Elektrizität rum. Unglaublich wichtig. Wobei vermutlich das wichtig. Shit. Ah doch, speichert er. Da ist noch dreckig, da ist noch ganz schön dreckig. Oha, hier ist noch überall sehr dreckig. Also Caro hat noch einiges zu tun. Eindruck durchschnittlich, ich weiß mittelmäßig. Achso. Leicht verschmutzt, einfach durchschnittlich. So, Holz 500. Aber es liegt hier noch einiges rum. Aber jetzt machen sie wieder schnell eine Pause, ne? Es gibt einfach viel zu tun. Das ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Irgendwas machen. Wir müssten noch mal einen Friedhof oder sowas basteln. Grizzlybär. Na kommt schon. Wir könnten von den guten Kollegen noch mal ein bisschen was gebrauchen. Florian ist der Erste, der wach ist. So, es wird erstmal genau. Es wird ohne Tisch noch gegessen. Das sich aber auch gleich erledigt hat. Weil im Endeffekt der kann schon mal weg. Der kann auch schon mal weg. Der kann auch schon mal weg.
3, 3, 2, 3, 3. Da brauchen wir noch Blumentöpfe auch noch. Möbel. Weg. Full Life Gaming trägt und trägt und trägt und trägt und trägt. Aber kommt bei weitem nicht hinterher. Bei weitem nicht. Das passt jetzt aber soweit alles. Leicht verschmutzt, hässlich, sehr geräumig, mittelmäßig, fast eindrucksvoll. Stühle hier ein bisschen verteilen. Brauchen wir natürlich noch ein paar mehr Stühle. Gut, schlecht. Den sind immer ein P. Normal, 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 normal. Überlegen, gut. Meisterlich. Schlecht. Gut, normal, schäbig. Überlegen, normal. Normal, normal. Schlecht, schlecht, schäbig, schäbig, schäbig. Aber wir haben jetzt hier unten auf jeden Fall schon mal drei Stühle, wo sich unsere Leute ein wenig eine Vorratskapsel
unbefruchtete Hühnereier. Wir haben noch drei Gefangene und noch zwei freie Betten. Panda ist schon mal wach. Luxuriös gemütlich. For Life vermisst Lolita. Okay. Kartoffeln sind im Lager verdorben. Nicht gut. Den darunter. Den darunter. Den. Unten rechts in die Ecke. Der ist schlecht. Jan, der kann nach da. Der nach da. Der nach da. Der nach da. Der nach da.
nach da. So, haben sie auf jeden Fall erstmal genug zu tun. Sehr schön. Eindrucksvoll, reich, sehr geräumig, aussehen neutral. Da muss aber auch schon eine Blume drin sein, damit das vernünftig aussieht, ne? Dagobert, Bauteilwurzeln, Panda, trägt Blumentopf. Du trägst, du kochst, du baust Heugras, du entfernst Dreck. Du kochst auch und du versuchst Braga zu rekrutieren. Okay, hat nicht funktioniert. Dimitri kocht hier noch Frühstück. Da kann man eine üppige Mahlzeit sogar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das wird schon was. Ich bin da ganz zuversichtlich. Also so langsam aber sicher werden ja sämtliche Arbeiten okay, nein, hier muss noch einiges getragen werden, hier oben auch noch einiges getragen werden, aber Heilwurzel. Und was soll hier hin gemacht werden? Ah, genau, der Teufelsgarnpilz. Die Schlafzimmer müssen noch eingerichtet werden. Aber jetzt ist erstmal allgemeines Frühstück angesagt. Eindrucksvolles Esszimmer. Ah, hier werden jetzt auch Pflanzen. Angebaut. Das ist sehr nice. Du machst füttern, du machst kochen, du machst sauber, du machst Eichen weg, Illyria geht spazieren, fauler Sack, du füllst den Herd auf, du machst den Blumentopf und du baust Reis an.
Panda bastelt hier, das ist doch sehr schön. Dann geht es ja wenigstens hier auch mal voran. Einen neuen Rekruten haben wir. Wasti hat erfolgreich Braga angeworben. Braga, du bekommst das Schlafzimmer hier unten. Und Braga kann arbeiten. Du kannst auflegen. Du kannst jagen. Du kannst sehr gut Bergbau. Natürlich darfst du auch transportieren und reinigen. Tierpflege kannst du nicht, das kannst du nicht. Braga ist untätig. Und ansonsten kannst du auch gerne forschen. Ein paar andere Sachen machen, damit euch hier ja nicht langweilig wird. Weil es dürften eigentlich alle alles machen. Karolin rennt gleich hinterher und putzt hinter Braga. Aber Karolin hat eigentlich immer genug zu tun, oder? Aber Karo hat alles gut im Griff. Dreck. Wir beobachten mal ganz kurz Karo. Entfernt Dreck. Entfernt Dreck. Architekt, Strukturen, Wand, letzte Aufgabe und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich verlaufe und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.